Der lebhafte Geruch des Frühlings erfüllt die Morgenluft. Ekstatische Vögel zwitschern melodisch, dass die schlimmste Zeit des Winters bereits vorbei ist, als sie auf den Zweigen von Eichen sitzen, die in voller Blüte stehen. Hi, ich bin Kim E. von isnotso.com. Sie hören Österreichische Dorfteenager, Teil 1. Das österreichische Café, in dem ich sitze, ist nichts Außergewöhnliches. Außer vielleicht, dass es bei fast 6000 Einwohnern bekannt ist, die in einer Marktgemeinde leben, die von der malerischen Landschaft aus sanften Hügeln, kleinen Dörfern und großen Vierkanthöfen umgeben ist. An einem klaren Tag kann man in der Ferne einen herrlichen Blick auf die schneebedeckten Alpen genießen. Heute, der 16. März, ist einer dieser schönen, klaren Tage. Ein starker Geruch von frisch gemahlenem Kaffee und geschäumter Milch durchdringt die Luft. Wie sehr ich die österreichische Kaffeehauskultur liebe, die für mich persönlich tiefe Gespräche mit interessanten Menschen bedeutet, während ich eine gute Tasse Kaffee trinke und ein köstliches Stück Kuchen genieße. Dies ist jedoch nicht das normale Gespräch mit einem Freund. Der laute Scherz im oberösterreichischen Dialekt und die zeitweiligen Ausbrüche freudigen Lachens werden regelmäßig durch das Mahlen frischer Bohnen übertönt, die aus der Kaffeemaschine von einer älteren Kellnerin in einem Dirndl mit einem dazu passenden freundlichen Lächeln bedient wird. Die Einheimischen, die alle der älteren Generation angehören, interagieren fröhlich über Tische hinweg miteinander. Die meisten von ihnen trinken Kaffee, ein paar trinken Bier und ein paar essen Snacks. Aber alle wollen sich unterhalten oder Teil der Gesellschaft sein, wenn auch nur für kurze Zeit. Ich sitze einem jungen Mann gegenüber, der eine Geschichte hat, wie jeder von uns. Außer, dass seine Geschichte überraschend und manchmal schockierend ist. Nicht unbedingt wegen der Details, sondern vor allem, weil sein typisch österreichischer Lebensstil ihn nicht daran gehindert hat, sich zu verirren auf einem Weg, der nicht nur süchtig machte, sondern auch zerstörerisch war. Sein kleines Dorf, sein schönes Zuhause und seine stabile Familie waren keine Garantie für das gute, anständige Leben, dass jeder Elternteil wünscht, seinem jugendlichen Nachwuchs wie ein wunderschön verpacktes Geburtstagsgeschenk zu geben. Seine Geschichte ist wichtig, obwohl sein Name und der seines Dorfes es nicht sind. Deshalb habe ich, wann immer nötig, fiktive Namen verwendet. Dies ist seine Geschichte, die ich übersetzt und interpretiert habe. Zum besseren Verständnis bestimmter Themen habe ich am Ende dieses Artikels zusätzliche Informationen sowie Referenzen hinzugefügt. Alles begann mit der Scheidung meiner Eltern und mit dem Bild, das ich in meinem Kopf von der perfekten Familie mit der perfekten Umgebung hatte. Meine Freunde hatten nie die perfekte Familie oder die Eltern, die immer zusammen waren, so wie bei mir. Ich spielte Posaune in der örtlichen Band und kam nach 1,5 Wochen Abwesenheit nach Hause. Mama und Papa saßen zu Hause zusammen und sagten uns, dass sie sich scheiden lassen würden. Mein Zwillingsbruder nahm es ruhig auf. Ich kann nicht beschreiben, was dies für mich in diesem Moment bedeutete oder was genau ich fühlte. Es war eher eine Verzweiflung, obwohl ich nicht sagen kann, woher das gekommen war. Rückblickend kann ich nur sagen, dass meine ganze Welt in sich zusammengebrochen war. Ich wusste nicht genau, was in mir vorging. Ich habe vorher nie etwas vermutet. Sie waren sehr gut darin, die perfekte Familie zu spielen. Alles sah immer gut aus und sie haben nie miteinander gestritten. Sie trennten sich sogar glücklich. Ihre Beziehung wurde durch die Arbeit und die beiden Unternehmen belastet, die sie zusammen aufgebaut hatten. Sex war für meine beiden Eltern immer ein schwieriges Thema. Sie lebten nie ein emotionales Leben zusammen. Als Kinder haben wir das nie bemerkt und wir waren uns auch nicht bewusst, wie wichtig es ist. Natürlich umarmten sie sich und uns auch. Wenn ich mir vorstellen würde,
dass ich verheiratet bin oder Kinder habe, wäre Sex vielleicht sehr wichtig. Ebenso wie eine emotionale Beziehung zu meinen Kindern. Ich glaube jedoch, dass Sex ein Beweis der Liebe ist. Wenn ich auf meine Situation zurückblicke, ja, vielleicht haben sich meine Eltern geliebt, aber sie haben diese Liebe nie so gelebt wie andere. Was wir von unseren Eltern mitnehmen, während wir aufwachsen, ist so wichtig. Mein Vater war der Emotionale, der gelitten hat. Meine Mutter war emotionslos und diejenige, die nur arbeiten wollte. Sie war kalt und konnte keine Gefühle zeigen. Die Beziehung war sehr eingefahren und irgendwann sah das, was sie so viele Jahre so lebten, für uns völlig normal aus. Und wir haben es einfach akzeptiert. Ich glaube, das hat mich am meisten schockiert, weil plötzlich alles immer schlecht gewesen war und nichts mehr funktionierte. Wenn sie offener und ehrlich über ihre Situation und ihre Beziehung gewesen wären, hätten wir es, meiner Meinung nach, leichter verarbeiten können. Für mich war es, als wären die letzten 15 Jahre meines Familienlebens plötzlich eine Lüge gewesen. Ich war 15 Jahre alt. Ich war mir meiner eigenen Identität nicht sicher. Ich fing an mir selbst zu zweifeln. Nachdem meine Eltern geschieden waren und mein Vater ausgezogen war, durfte ich zu Hause rauchen. Ich begann auf dem Balkon mit meiner Mutter zu rauchen, die wieder angefangen hatte. Das Rauchen mit meiner Mutter war der einzige Weg, sich ihr zu nähern, weil sie die einzige Erwachsene zu Hause war, mit der ich sprechen konnte. Ich konnte sie fragen, wie ihr Tag war. Ich war vorher Raucher. Wie gesagt, die Scheidung war für meinen Bruder damals leichter, obwohl sie später an ihm nagte. Diese Enttäuschung, die ich fühlte, war etwas, das ich in meinem Leben öfter erlebte. Man beginnt an sich selbst zu zweifeln, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Zum Beispiel waren mein Bruder, zwei Freunde und ich in der Klasse in der Grundschule immer zusammen. Dann wurden wir im Gymnasium getrennt und ich war allein. Wir hatten vorher beschlossen, dass jede Person einen Freund in der nächsten Klasse mitnehmen würde. Aber mein Freund war nicht motiviert genug zu lernen, bekam schlechte Noten und durfte nicht in meine Klasse. Ich begann an mir selbst zu zweifeln und fragte mich, ob ich als Freund wertvoll genug sei. Rückblickend weiß ich, dass ich nie etwas gut gemacht habe, weil ich immer an mir selbst gezweifelt habe. Nichts hat jemals perfekt für mich geklappt. Dies ist etwas, das mich in einer Zeit, in der ich viel reflektieren und darüber nachdenken muss, was ich tun möchte und was aus mir werden soll, völlig antreibt. Ich denke, Selbstzweifel bauen sich allmählich auf und beginnen in der Kindheit. Als ich zum Beispiel anfing, Fußball zu spielen, war ich nie der Beste. Ich habe immer etwas getan, was ich nicht tun wollte. Ich stellte mir immer vor, etwas anderes zu tun. Und dann wechselte ich von einer Sache zur nächsten und bemerkte, dass ich dort auch nicht der Beste war. Am Gymnasium hatte ich keine Freunde in der Klasse und musste nach neuen suchen. Das fand ich immer schwierig. Ich habe es immer übertrieben, weil ich mich so sehr bemüht habe. Ich musste Freunde haben. Es musste funktionieren. Diese Einstellung nahm ich mit auf der HTL, was auch der Grund ist, warum ich innerhalb der ersten Wochen mit dem Rauchen anfing. Das war eine lustige Geschichte. Ein Typ in der Klasse sagte, er würde rauchen und fragte, wer mit ihm gehen würde. Ich ergriff sofort die Chance und sagte, ich würde. Bis dahin war ich der gute Junge. Ich war ein guter Gymnasiast und hätte eine andere angesehene Schule besuchen können, aber es gab keine Fächer, die mich interessierten. Also ging ich in eine Schule, in der es Schüler gab, von Hochschulen oder mit Niveaus der Zweitleistungsgruppen, die es in einem Gymnasium nicht gab. Eine technische Hochschule bietet so etwas wie eine Lehre mit Ausbildung an, nur dass der Lehrplan nur theoretisch, also ohne Praktika ist. Es ist eine Schule, die von Unternehmen anerkannt wird, weil die Ausbildung wie eine Lehre ist. Dort habe ich Freunde gefunden, vor allem, weil ich langsam, aber sicher
mit dem Rauchen angefangen habe. In der Folge wurde mein Bild von Freunden durch den Dreck gezogen. Ich war nie ein Freund, der etwas für einen Freund tun würde. Innerlich war ich immer noch so enttäuscht von diesem Freund, der mit mir auf das Gymnasium gehen sollte und es nicht tat. Ich habe es aber irgendwie geschafft, Freunde zu finden. Dann passierte das Nächste. Ein Freund aus meiner Kindheit, Joe, erzählte mir, dass er im Internat der 2. Chemischen Technischen Hochschule in Wien war, das er nicht mehr besuchen wollte. Er wollte nach Oberösterreich und Linz zurückkehren und die Schule besuchen, in der ich war. Sobald er dort angefangen hat, haben wir sofort Kontakt aufgenommen. Ich wollte Freunde, weil ich Angst hatte, allein zu sein. Wenn ich alleine war, hatte ich auch in meiner Kindheit immer Angst. Bis zu meinem 6. oder 7. Lebensjahr hatte ich immer zu viel Angst, um alleine zu schlafen. Ich hatte verschiedene Gedanken, die Angst erzeugten und zu Schlaflosigkeit führten. Mit Freunden war das allerdings in Ordnung, besonders wenn ich bei einem Freund übernachtete, was für mich einfach war. Freunde zu haben war cool. Joe, diesen Freund aus der Kindheit, an meiner Schule zu haben, bedeutete auch, dass wir unsere Raucherklicke hatten. Mit einer weiteren Clique entwickelte sich ein anderes System, mit dem ich immer das dritte Rad war. Innerhalb beider Cliques entwickelten sich unterschiedliche Bilder der Freundschaft. In einem war ich ein Freund und in dem anderen nicht, weil es eine andere Person gab, mit der man sich auseinandersetzen musste. Ich war immer ruhig, sagte nie etwas und hatte so viele Probleme mit mir selbst. Ich war immer das dritte Rad und bis heute bin ich das noch immer mit jeder Gruppe von Freunden. Ich war nie wirklich in eine Gruppe integriert. Ich fühlte mich unnötig, wie eine nicht benötigte Nummer. Um sich notwendig zu fühlen, muss man lustig sein, Gespräche führen und seinen Teil dazu beitragen. Während der gesamten Drogenperiode konnte ich das auch nicht tun. Ich war immer derjenige, der die Drogen nahm und in die Ferne starrte. Mit dieser Raucherklicke fingen wir auch langsam an zu trinken. Einige von uns waren 14, einige 15 Jahre alt. Wir begannen mit Trinkspielen mit Wodka, Shots und Likören. Joe hatte eine zuvorkommende Mutter. Sein Vater starb an Krebs, als er 8 Jahre alt war. Er hatte sehr schwierige Phasen, von denen ich nichts weiß. Jedenfalls haben wir angefangen, an einem Tag jedes Wochenende bei ihm zu Hause Alkohol zu trinken. Es war eine großartige Zeit und es wäre vielleicht in Ordnung gewesen, wenn ich gerade dort aufgehört hätte. Habe ich aber nicht. Meine Freunde waren lustig und ich fühlte mich als ein Teil von allem. Sie waren alle Außenseiter wie ich. Einer wog 110 Kilo, ein netter Kerl, der seitdem abgenommen hat und jetzt 80 Kilo hat. Wir waren alle ähnliche Leute, die gerne alleine waren und wir suchten alle nach Freunden. Es war eine nette Gruppe. Ich fühlte mich immer noch wie ein drittes Rad, weil ich niemals etwas beitragen konnte, mich nicht gehen lassen, lustig sein und Witze machen konnte. Das wäre toll gewesen, denn jeder erinnert sich, wie du etwas Cooles gesagt hast. Ich habe es nie getan. Ich konnte nicht. Meine Eltern haben uns keine bestimmte Richtung aufgezeigt und nie gesagt, dass ihre Kinder dies oder das werden müssen. Ich denke, was wir von unseren Eltern bekommen haben, war ein zurückgezogenes Leben zu führen. Denn so haben meine Eltern gelebt. Wir waren nur mit verheirateten Familienmitgliedern zusammen. Meine Eltern hatten keine anderen Freunde, mit denen wir jemals zusammen waren. Was meiner Meinung nach auch der Grund ist, warum wir nicht gelernt haben, wie Freundschaften funktionieren. Dann brach der Tag an, an dem Joe Gras von seiner Mutter bekam. Sie hat es für ihn besorgt, weil er es mit seinen Freunden ausprobieren wollte. Wir waren damals 15 und so fing alles an. Wir haben alle zusammen geraucht. Ich bemerkte, dass ich ausgeschlossen würde. Es war nur ein Gefühl. Niemand sagte, hör zu, wir wollen dich nicht mehr in der Gruppe haben.
Es war eher ein intuitives Gefühl, bei dem ich mich mit dem, was ich tat, nicht wohlfühlte. Ich war mit einem meiner ältesten Freunde zusammen, Joe. Was sollte also schief gehen? Es muss cool sein, Gras rauchen. Also war meine Reaktion, es zu erzwingen, weil ich Freunde brauchte. Der Kreislauf des Rauchens von Gras, des Ausgehens und des Besuchs verschiedener Veranstaltungen begann. Ich fühlte mich gut, zufrieden, alles war ruhig. Die High-Erfahrung war genau das und nichts weiter. Die Zeit zwischen dem Rauchen von Gras verlief friedlich weiter. Wir haben nur 2 oder 3 Mal Gras von Joes Mutter geraucht, bevor es aufhörte. Ich glaube nicht, dass ihr mütterlicher Instinkt mir zulassen konnte. Sie hatte einen Ehemann, der gestorben war. Sie trank keinen Alkohol. Sie war keine schlechte Frau. Eine sehr gute Person. Während des ersten Jahres des Rauchens von Gras kamen wir kaum an etwas, weil wir niemanden kannten. Während wir in der Schule Zigaretten rauchten, fragten wir nach Leuten, die uns Gras besorgen könnten. Nach einem Jahr fanden wir jemanden, der jünger als wir war und der 15 Jahre alt war, als er anfing zu dealen. Er hat in einem Studentenheim in Wales gewohnt. Da die HTL mit 1500 Schülern so groß ist und professionelle Fächer hat, die es sonst nirgendwo in Österreich gibt, gibt es 2 Studentenheime mit Zimmern für Studenten aus der Steiermark, Tirol oder Kärnten. Er lebte in Innsbruck und fuhr alle 2 bis 3 Wochen nach Hause und kaufte Gras von einem Mann, den er dort kannte. Er war ein guter Kerl. Er beendete die Schule und hatte weder Probleme im Studentenheim noch mit seiner Psyche oder irgendetwas anderem. In Anbetracht dessen lief alles gut für ihn. Er war auch ein sehr ehrlicher Typ und wir haben uns gut mit ihm verstanden. Er war auch so ein Einzelgänger mit wenigen Freunden. Wir konnten sehen, dass er weder all dies noch solche Freunde wollte. Er war sein eigener Typ. Das ging so eine Weile, wo wir alle 2 bis 3 Wochen Gras bekamen, das für eine Woche oder so ausreichte. Dann bekamen wir manchmal Tabletten, weil wir während unserer Fortgehens anfingen, mit älteren Menschen oder anderen Menschen zu sprechen. Ecstasy. Zu dieser Zeit waren wir ziemlich festgefahren im Denken. Wir haben uns nur auf das Rauchen von Gras konzentriert, weil wir dachten, dass Alkohol schlecht ist und das Rauchen von Gras der einzige Weg ist. Genau das Klischee, das man sich vorstellen kann. Ich kann mich erinnern, dass das erste Mal, als ich Ecstasy nahm, ziemlich unspektakulär war. Ich war high auf Gras und wusste nicht, dass Speed in die Tabletten gemischt wird, um ein besseres High-Gefühl zu erzielen. Ecstasy ist mit dem Serotonin-Aufnahmehemmer verbunden, der sie glücklich macht, und Speed hält sie wach, indem er Dopamin und Adrenalin freisetzt. Es funktioniert wie folgt: Es gibt Adrenalin und Noradrenalin. Und da Dopamin freigesetzt wird, werden Adrenalin und Noradrenalin nicht verwendet und wieder absorbiert. Normalerweise wird Speed mit Ecstasy gemischt, um ein besseres High-Gefühl zu erzielen. Die reine Substanz von Ecstasy ist MDMA und mit diesem High ist man einfach nur glücklich. Als ich in den Clubs high auf Ecstasy-Tabletten war, verhielt ich mich ganz normal und vielleicht ein bisschen seltsam. Ich war damals ziemlich klein und sah relativ jung aus. Jedes Mal, wenn ich an einen Ort ging, brauchte ich einen Ausweis. Als ich 19 war, brauchte ich fast immer einen Ausweis, wenn ich Zigaretten kaufte. Wenn man es nicht wusste und wenn man noch nie Drogen ausprobiert hatte, dann sah jemand, der so jung aussah und Drogen nahm, seltsam aus. Man bemerkt Dinge, wie jemanden schaut, wie er sich verhält, wie er tanzt. Kleine Dinge. Ich glaube, ich sah manchmal unnatürlich aus. Ich fühlte mich gut und dachte nie darüber nach, wie ich aussah. Natürlich haben wir getanzt, obwohl es eher wie Stampfen war. Mädchen waren für mich nie ein Thema. Ich dachte, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt mit einem Mädchen ins Gespräch kommen würde, würde es einfach passieren. Es ist aber nie passiert. Ich habe mir darüber Sorgen gemacht. Ich habe öfter darüber nachgedacht.
Aber in unserer Clique war es nicht so, als hätte eine Person 5 Mädchen, weil niemand ein Mädchen hatte. Die ganze Gruppe war so. Alle machten sich darüber Sorgen. Die anderen hatten Mädchen und wir nicht. Wir waren high on fly und das war in Ordnung. Es war nicht so, als ob einer von uns sagte, Scheiße, das ist irritierend, jetzt werde ich versuchen, ein Mädchen zu bekommen. Wir waren alle irgendwie zufrieden mit dem, was wir hatten. Unsere Clique wurde durch das Wissen gestärkt, dass wir keine Mädchen hatten, weil wir Haar waren. Dann kam die Zeit in der 3. Klasse, als die Dunkelheit eintrat. Damit endet österreichische Dorfteenager Teil 1. Die Geschichte geht weiter in Betritt die Dunkelheit Teil 2, Fall und Aufstieg Teil 3. Jetzt gibt es zusätzliche Informationen. Europäische Drogenkonsumstatistik, Referenz Statista.com. Wenn man bedenkt, dass zu Beginn des Jahres 2019 die Gesamtbevölkerung der Europäischen Union ungefähr 513,48 Millionen Einwohner betrug, beziehen sich die folgenden Zahlen auf den Prozentsatz der Drogenkonsumenten im Jahr 2019. Cannabis. 7,4% sind mehr als 37,9 Millionen Konsumenten. Kokain. 1,2% sind mehr als 6,1 Millionen Konsumenten. Amphetamine, Speed, Crystal Meth und so weiter. 0,5% sind mehr als 2,5 Millionen Konsumenten. MDMA, Ecstasy, 0,8% sind mehr als 4,1 Millionen Konsumenten. Was ist Speed? Referenz Wikipedia. Amphetamin und Methamphetamin sind Stimulantien des Zentralnervensystems, die zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt werden. In der Freizeit werden sie umgangssprachlich als Speed bezeichnet. Amphetamin wurde erstmals 1887 in Deutschland von rumänischem Chemiker Lazar Ilgneau synthetisiert. Methamphetamin wurde 1893 von japanischem Biochemiker Nagai Nagayoshi aus Ephedrin synthetisiert. Im Jahr 1934 begannen Smith, Klein und French, ein Unternehmen aus Philadelphia, unter dem Handelsnamen Benzedrin Amphetamin als Inhalator für Verstopfung zu verkaufen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Amphetamin und Methamphetamin von Alliierten und Achsenmächten ausgiebig eingesetzt. Als die süchtig machenden Eigenschaften der Droge bekannt wurden, begannen die Regierungen, den Verkauf der Droge streng zu kontrollieren. Trotz strenger staatlicher Kontrollen in den USA in den 1970er Jahren wurde Amphetamin und Methamphetamin legal oder illegal von Personen mit unterschiedlichem Hintergrund für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. Aufgrund des großen Marktes für diese Droge werden sie häufig von geheimen Chemikern illegal synthetisiert und dann auf dem Schwarzmarkt gehandelt und verkauft. Was ist Ecstasy? Referenz Wikipedia. MDMA, allgemein bekannt als Ecstasy, E oder Molly, ist ein psychoaktives Medikament, das hauptsächlich als Freizeitdroge verwendet wird. Die gewünschten Effekte umfassen veränderte Empfindungen, erhöhte Energie, Empathie sowie Vergnügen. Bei oraler Einnahme beginnen die Wirkungen innerhalb von 30 bis 45 Minuten und dauern 3 bis 6 Stunden. MDMA wurde erstmals 1912 von Merck entwickelt, einem deutschen multinationalen Pharma-, Chemie- und Biowissenschaftsunternehmen mit Sitz in Darmstadt. Zu Beginn der 1970er Jahre wurde es zur Verbesserung der Psychotherapie eingesetzt und wurde in den 1980er Jahren als Straßendroge populär. MDMA wird häufig mit Tanzpartys, Raves und elektronischer Tanzmusik in Verbindung gebracht. Es kann mit anderen Substanzen wie Ephedrin, Amphetamin und Methamphetamin gemischt werden.
Was sind Noradrenalin und Adrenalin? Referenzen Medicinet und Encyclopedia Britannica. Noradrenalin wird überwiegend an den Enden von sympathischen Nervenphasen freigesetzt und erhöht die Kraft der Skelettmuskelkontraktion sowie die Frequenz und Kontraktion des Herzens. Die Wirkung von Noradrenalin ist entscheidend für die Kampf- oder Fluchtreaktion, bei der sich der Körper darauf vorbereitet, auf eine akute Bedrohung zu reagieren oder sich von ihr zurückzuziehen. Noradrenalin wird klinisch als Mittel zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks bei bestimmten Arten von Schock, zum Beispiel septischen Schock, verwendet. Adrenalin ist ein Stresshormon, das in der Nebenniere produziert wird und den Herzschlag beschleunigt, die Kraft der Herzkontraktion stärkt und unter anderem die Bronchiolen in der Lunge öffnet. Die Sekretion von Adrenalin ist Teil der menschlichen Kampf- oder Fluchtreaktion auf Angst, Panik oder wahrgenommene Bedrohung. Das war alles. Ich bin Kim E. von isnotso.com. Vielen Dank fürs Zuhören.